Jetzt kommt Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss, mit wohl einer auch heftigen Replik. Herr Finanzminister, Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mit einer kurzen Replik beginnen zum Herrn Kollegen Greiner und zum Herrn Kollegen Matzneth. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch aufgefallen ist, die beiden Herren haben nicht mit einem Wort die aktuelle Situation in Österreich erwähnt. Österreich hat am Wochenende schwere Hochwasserkatastrophe erleiden müssen. Viele Menschen sind im Einsatz und nicht einmal erwähnt wurde es. Für mich ist das der deutlichste Beweis, und vom wirklichen Leben haben die beiden überhaupt keine Ahnung. Und Sie können jetzt gerne mit applaudieren, weil ich lasse es nicht nehmen. Der Herr Bundeskanzler, der Herr Vizekanzler, der Bundesfinanzminister, die gesamte Bundesregierung hat sehr schnell festgehalten, dass die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um diese Schäden zu beheben. Ich möchte ausdrücklich die Gelegenheit nutzen, mich bei den Einsatzorganisationen zu bedanken. Hier wurde unglaubliche Arbeit geleistet, insbesondere bei den Feuerwehren. Und zum Dritten, und das lasse ich mir auch nicht nehmen, ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Menschen in Österreich, die so spontan Hilfe geleistet haben, damit man diese Hochwasserkatastrophe bestmöglich bewerkstelligen kann. Aber jetzt natürlich auch zum eigentlichen Thema. Wir haben wieder erwähnt, die x-te Märchenstunde vom Herrn Kollegen Greiner, immer die gleichen Argumente, sie wären deshalb nicht wahrer. Und deshalb ist mir wichtig, auch für die Zuseherinnen und Zuseher noch einmal die Fakten auf den Tisch zu legen. Bevor das Landesgericht Wien noch einmal tätig geworden ist, noch einmal über das Bundesrechenzentrum alle Akten geliefert hat, wurden schon davor insgesamt über 40.000 Akten an den Untersuchungsausschuss geliefert. Nur, dass man sich das einmal ein bisschen vorstellt. Ein Akt kann eine Seite haben, Akt kann aber 500 Seiten haben. Das heißt, wir reden davon hunderttausenden Seiten, die mittlerweile übermittelt worden sind, bevor das Landesgericht geliefert hat. Und ich möchte schon auch noch mal festhalten, diese Vorgangsweise wurde durch 4 Rechtsgutachten bestätigt. Hier wurden hochrangige Juristen damit befasst, ob denn das in Ordnung war. Und das wurde zu 100% bestätigt, weil zum einen geht es natürlich um das Recht des Untersuchungsausschusses, hier die Aktenlieferung zu bekommen. Nebenbei bemerkt, in einem neuen Rechtsrahmen durch eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs. Aber auf der anderen Seite, und da habe ich schon manchmal den Eindruck, diese Rechte sind gar nicht mehr da, geht es auch um die Privatsphäre, geht es auch um Persönlichkeitsrechte einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die zu schützen wird auch noch erlaubt sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jeder Kompromissvorschlag aus dem Finanzministerium wurde natürlich vom Tisch gewischt. Die Finanzprokuratur wurde beauftragt, hier einen Kompromiss zu finden. Das wollte man alles nicht. Und es wurde nur skandalisiert, unterstellt und dort und da leider auch in die Schmutzkiste gegriffen. Das ist einmal das eine Faktum. Aber wissen Sie, was für mich noch bemerkenswerter ist? Wir reden dann die ganze Zeit davon, dass jetzt neue Erkenntnisse da sind. Der Herr Greiner spricht am Anfang von Dutzenden Mails, dann von Hunderten Mails. Heute habe ich eine Presseaussendung gelesen, da geht es um 6.000 Akten. Da habe ich irgendwo eine Presseaussendung gelesen, mittlerweile über 50% aufgrund einer Stichprobe wurden nicht vorgelegt. Ich sage Ihnen, wir kennen noch kein einziges E-Mail, das bis jetzt nicht vorgelegt worden ist. Und Herr Kollege Greiner, ich würde Sie dringend auffordern, das endlich vorzulegen, damit wir seriös diskutieren können. Das ist wirklich... Das ist wirklich ein unglaubliches Verhalten. Da werden dann die üblichen Märchen erzählt, Privatstiftung hätte verändert werden sollen. Ich darf Sie daran erinnern, das war der Finanzminister Latziner, der dieses Privatstiftungsrecht eingeführt hat. Es war dann eine ÖVP-FPÖ-Regierung, die dann die Steuersätze erhöht hat. Und es war ganz klar, statt dass der ehemalige Staatssekretär Fuchs nicht da ist, es war immer klar, dass es keinen politischen Willen gibt, hier etwas zu ändern. Bitte nehmen Sie das irgendwann einmal zur Kenntnis. Besonders paradox wird es ja dann, wenn der Kollege Greiner von 10 Milliarden steht, der Herr Kasseck hat auch gerade gesagt, 10 Milliarden, also wo er sich diese Zahl wieder hergesagt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es einmal mehr ein Beweis dafür, dass heute der Kollege Greiner permanent die Unwahrheit sagt. Das ist übrigens der große Unterschied zum Landeshauptmann Doskozil. Die Frau Parteiobfrau hat gesagt, der Herr Doskozil sagt, ist inkonsequent und sagt die Unwahrheit. Der Kollege Greiner sagt die Unwahrheit und ist sogar noch konsequent dabei. Das ist der einzige Unterschied, der wirklich besteht. Abschließend, das ist mir wichtig, ich möchte auch wirklich ausdrücklich dem Herrn Finanzminister auch von diesem Rednerpult
das Vertrauen aussprechen und möchte es an drei Dingen festmachen. Wir machen ganz einfach hervorragende Arbeit für Österreich. Die Corona-Hilfen, und man kann alles im Detail noch besser machen, das will ich gar nicht sagen, die Corona-Hilfen wurden auch im internationalen Vergleich hervorragend abgewickelt. Einmal heißt, sie sind zu bürokratisch, dann heißt, sie sind zu wenig bürokratisch, weil wenig Richtlinien da sind. Aber grosso modo wurden die Hilfen hervorragend abgewickelt. Unglaublich viele Programme wurden auf den Weg gebracht. Der Dank gilt ja nicht nur dem Bundesfinanzminister, sondern auch seinem Mitarbeiterteam, das ich hier ausdrücklich auch festhalten will. Zum Zweiten ist eine Kennzahl, die mir persönlich immer so wichtig ist, ist die Finanzierungsfähigkeit der Republik. Ich finde es sehr erstaunlich, dass wir nach wie vor, und wir brauchen natürlich neues Kapital zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, dass wir nach wie vor 10-jährige Bundesanleihen mit Minuszinsen finanzieren. Ich weiß schon, das ist natürlich ein Verdienst aller Österreicherinnen und Österreicher, aber für die Finanzpolitik letztendlich ist der Bundesfinanzminister und dieser Aspekt, auf den wir stolz sein können. Und zum Dritten, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wir haben unglaublich starke Wachstumszahlen, die ständig nach oben revidiert werden. Heuer 4%, nächstes Jahr wahrscheinlich 5%. Nur dann, wenn wir übrigens die Pandemie im Griff haben, da hat der Gesundheitsminister schon recht, dass uns immer wieder darauf hinweist, dass wir sehr vorsichtig auch damit umgehen müssen. Das gibt uns die Möglichkeit, aus der Krise heraus zu investieren. Und mit diesem Wachstum wird automatisch der relative Verschuldungsstand zurückgehen. Und die Ankündigung vom Herrn Bundesfinanzminister, mit Ende der Legislaturperiode wieder die Maastricht-Kriterien einhalten zu wollen, halte ich für sehr, sehr gut. In diesem Sinne verdient unser Finanzminister das höchste Vertrauen. Vielen Dank. Nach dem Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss.